Südtirol steht gut da. Mit dieser Feststellung zogen Landeshauptmann Kompatscher und seine Landesräte Bilanz der vergangenen 5 Jahre Regierungsarbeit und starteten in den Wahlkampf. Eine Feststellung, die leider mehr Wunsch als Wirklichkeit ist und der Realität überhaupt nicht entspricht. In Wahrheit ist unser Land unter der Führung einer völlig zerstrittenen und orientierungslosen Dauerregierungspartei in einen Abwärtstrend geraten. Explodierende Wohn- und Lebenshaltungskosten bei immer gleichbleibenden niedrigen Löhnen. Stillstand und damit Rückschritt im Autonomieausbau. Planlosigkeit und ungenutzte Chancen in der Energiepolitik. Eine unkontrollierte Einwanderung in unser Sozialsystem, gepaart mit einer völlig gescheiterten Integrationspolitik. Ein ausuferndes Sicherheitsproblem. Missstände im Gesundheitswesen. Postenschacher, Günstlings- und Lobbypolitik. Die Abwanderung unserer klugen Köpfe. Es gibt kaum mehr einen Bereich in diesem Land, von dem man getrost behaupten könnte, dass er gut funktioniert. Um diesen Abwärtstrend zu beenden und unser Land von der reinen Politikverwaltung wieder zu einer aktiven Politikgestaltung zurückzuführen, braucht es ein starkes und schlagkräftiges Gegengewicht. In den vergangenen 5 Jahren haben wir Freiheitliche bewiesen, dass es mit einer hartnäckigen, konstruktiven Sachpolitik gelingen kann, in zentralen politischen Fragen Druck aufzubauen und die Regierenden so unter Zugzwang zu setzen. Südtirol kann's besser. Davon sind wir überzeugt. Wir haben den Anspruch, die besseren Lösungsansätze und Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu haben. Die Bürger und ihre Probleme in den Mittelpunkt zu stellen und mit Fleiß und Hausverstand für sie zu arbeiten. Eine Stimme für uns Freiheitliche ist eine Stimme, die wirkt und dafür sorgt, dass sie nicht gleich weitermachen können wie bisher.